Das waren jetzt keine 3 Kilometer zur Ladesäule. Ich werde den jetzt anstecken und dann hoffen wir, dass das alles so problemlos funktioniert. Viele interessieren sich für ein Elektrofahrzeug, doch oft hört man, das kann man nur machen, wenn man auch eine eigene Lademöglichkeit hat. Was ist mit den ganzen Mietern in der Stadt? Ich fahre nun seit 3 Jahren rein elektrisch und habe keine eigene Lademöglichkeit. Ich bin Mieter im 4. Stock und nehme euch jetzt mit eine Woche in den Alltag eines Laternenparkers und Laders. Ich wünsche euch viel Spaß. Guten Morgen, es ist Mittwoch und damit Tag 3 in der Serie Eine Woche im Leben eines Laternenparkers mit Elektroauto und ohne eigene Ladestation. So, mein Auto steht hier. Da, wo ich ihn gestern abgestellt habe. Ihr seht, ich habe halt das schöne Vergnügen, dass ich hier einen Hof habe, wo einige Parkplätze sind und natürlich jetzt Vormittag sind die halt alle immer frei, aber es ist immer nicht gewährleistet. So, ich fahre heute zu einem Bekannten, treffe mich mit dem, ein paar Sachen besprechen und werde dann mal schauen, ob ich dort in der Nähe laden kann. Da gibt es einige Ladestationen, die sind aber gerne von Carsharern zugestellt. Theoretisch muss ich es ja noch nicht. Wir gucken mal rein. Das sind nur wenige Kilometer bis zu dem. Und ja, noch 89 Kilometer. Was sagt der? 50%. Also das reicht eigentlich noch eine ganze Weile. Es ist jetzt nicht irgendwie mega dringend. Aber ja, wenn es möglich ist, dann gucke ich mal, ob ich mich da irgendwo anstecken kann. Viel Strecke habe ich heute nicht vor mir, aber im Idealfall kann man das ja nutzen, wenn das Auto dann sowieso dort rumsteht und es dort direkt bei ihm vor der Tür quasi öffentliche Ladesäulen gibt. Dann könnte ich es ja im Idealfall direkt dort hinstellen und dort aufladen. So zumindest mein Plan. Ich könnte jetzt ja zum Beispiel auch sagen, ich fahre jetzt hier rechts zur Tankstelle der Zukunft. Da hat Aral laut eigenem Vernehmen die Tankstelle der Zukunft gebaut. Was verstehen die darunter? Naja, da ist ein neben dem Brötchenjob auch eine Carsharing, eine Bike-Sharing-Station, eine Packstation, aber auch eine Schnellladestation mit dran. Aber wie man so ein bisschen im Umkreis sieht, hier ist halt nichts. Nichts, wo ich hin möchte. Deshalb lasse ich so etwas aus. Ich hätte natürlich die Möglichkeit, aber ich will ja auch zeigen, dass der Alltag eines Elektroautos eben nicht daraus besteht, wir brauchen ohne Ende mehr Schnelllader, sondern wir brauchen viel mehr, wenn wir die Masse der Autos betrachten, wir brauchen viel mehr Langsamlader, wo das Auto einfach gemütlich vor sich hin laden kann, während es sowieso steht. Das ist meine persönliche Meinung. Wenn ihr eine andere Meinung dazu habt oder wie die Ladeinfrastruktur der Zukunft aussehen sollte, dann schreibt es gerne unten in die Kommentare. Ich bin gespannt. Wir sind hier angekommen mit 43%. Wir haben jetzt insgesamt halt mit gestern zusammen 100,6 Kilometer gefahren. Ich werde den jetzt anstecken und dann hoffen wir, dass das alles so problemlos funktioniert. Womit lädt der geneigte E-Mobilist? Capri-Sonne. Ohne Probleme konnte ich direkt mit der Ladekarte starten. So, und er lädt. Ihr seht, der andere Ladepunkt ist belegt von einem WeShare. Der Fairness halber muss man aber sagen, der darf ja unter der Woche zwischen 8 und 18 Uhr maximal 4 Stunden laden. Er hängt seit 3 Stunden 10 dran. Das heißt, er ist da völlig im grünen Bereich, er darf das. Das ist natürlich eine andere Diskussion, dass man sagt, sollte WeShare noch zusätzlich weiter eigene Ladeinfrastruktur aufbauen. Sind sie wohl dran? Ja, könnte immer schneller gehen. Ich bin glücklich, dass ich jetzt einen Ladeplatz gefunden habe. Und ich zeige euch jetzt, wie dicht das dran ist. Das ist hier nämlich eigentlich nur einmal um das Gebäude herum. Und dann bin ich schon bei Basti. Und dann werde ich mit ihm Kaffee trinken gehen, über so dies und das sprechen, was wir noch so vorhaben.
Und dann werden wir mal gucken, wie lange das dauert. Dann werden wir mal sehen, wie viel Kilometer in der Zwischenzeit da wieder aufgeladen werden konnten. Ich sag's mal ganz ehrlich, ich bin über jeden Kilometer dankbar, weil es, ich zeig's euch mal, weil es für mich keinen Unterschied macht, ob mein Fahrzeug hier steht und eines von vielen parkenden Autos ist oder ob es da drüben an der Ladestation steht. So, gut 2 Stunden später, wie das unter Köchen üblich ist, leckere Spekulatius-Creme kriegt. Mal probieren. Und dann kommen wir mal zurück zum Auto. Und ja, der WeShare ist weg. Meiner hat jetzt 2 Stunden geladen. Dann werden wir mal betrachten, was das jetzt gebracht hat. Ist eine 11 kW Säule, ich habe nur einen Einphasenlader und nur ein 20 Ampere Kabel. Von daher kommt da nicht so viel rum, aber ich habe mich ja, wie schon erwähnt, von dem Gedanken gelöst, dass eine Ladung ein Auto immer voll machen muss, sondern ich pendel immer zwischen 40% und 80%. Und ja, jetzt gucken wir mal. Ich habe jetzt 115 Kilometer Reichweite. Jetzt können wir hier mal wieder nullen. Dann wissen wir auch hinterher, was das für eine Strecke ist. Von hier bis nach Hause. Und gucken wir mal, wie viel Prozent hat er jetzt. 50 hat man angesteckt, jetzt sind es 62%. So, wieder zu Hause angekommen. Wenn man zumindest das immer wieder beim Abstellen nachladen kann, was man so grob verfahren hat, dann sinkt man ja vom Ladestand nie und dann hat man auch immer eine Reserve, wenn es dann irgendwo mal spontan hingehen soll. Ich habe eine Strecke zurückgelegt von 9,6 Kilometern. Das heißt, also ich bin auch vorhin 9,6 Kilometer gefahren. Hier sieht man, ich habe jetzt noch 107 Kilometer Restreichweite. 107 Kilometer Restreichweite nach 9,6 Kilometer, wobei er mir ja vorhin 115 Kilometer angezeigt hat. Wie gesagt, das bei diesen extremen Kurzstrecken und sehr stark erkältet draußen variiert das natürlich immer ein bisschen, aber natürlich nur in den ersten paar Kilometern. Würde ich jetzt 100 Kilometer fahren, dann würde sich das relativieren. Das ist nur, weil ich halt eben wirklich sehr kurze Strecken fahre von 10 Kilometern, lasse ich die Klimaanlage auf Auto, weil ich genug andere Sachen im Kopf habe, als daran rumzufummeln und dann konzentriere ich mich halt auf den Verkehr oder auf meinen Tag oder bin dann ganz oft am Telefonieren und so. Und nur damit ihr mal ein Gefühl dafür bekommt, wie ist das denn so als Laternenparker und Laternenlader. Also effektiv bin ich jetzt wieder zu Hause mit einem höheren Akkustand, als ich losgefahren bin. Und das Fahrzeug hat einfach währenddessen, während ich da sowieso zu tun hatte, geladen. Diese 1 Stunde 50 Minuten. Das ist natürlich, wenn du jetzt ein Fahrzeug hast, was dreiphasig laden kann, 11 kW, 22 kW, was auch immer, hätte man natürlich weitaus mehr Reichweite gewinnen können. Das ist natürlich jetzt vielleicht ein bisschen nachteilig, aber es zeigt einfach doch, dass es ja eigentlich, wie gesagt, wenn er sowieso steht, dann kann er auch laden. Und das ist optimal, weil so komme ich nie oder komme ich eigentlich selten in den Bereich, dass ich irgendwie wenig Reichweite habe. Und im normalen Alltag zeichnet sich das dann doch als sehr praktisch ab. Und sind wir mal realistisch, natürlich kann man jetzt sagen, ja, da musst du dann nach deiner Ladesäule suchen. Also in dem Bereich, wo man sich üblicherweise bewegt, und das sind ja so ein Großteil der Strecken, man kennt die Strecken und dann weiß man relativ fix, wo sind da die Ladepunkte. Und die werden ja auch immer mehr. Also so viel nur dazu. Gut, das war's für heute. Jetzt kümmere ich mich um meine Tochter und dann werden wir mal gucken, was es morgen gibt. Morgen könnte sein, dass ich mal wieder rausfahren muss zu Julian nach Kleinmachnow. Der hat eine Wallbox an der Wand und für gewöhnlich, wenn ich da bin, dann kann ich dort auch laden. Wir werden mal sehen. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Einschalten. Wenn ihr, wie gesagt, kein Video mehr verpassen wollt, dann abonniert unseren Kanal.
Morgen ist Donnerstag, da geht's dann weiter mit einer Woche Laternenparker, die Begleitung eines E-Autofahrers ohne eigene Lademöglichkeit. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid.